Hallo und herzlich willkommen zurück zur höchst renommierten Erfolgsdokumentation hier bei Eintracht Braunschweig. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und wir sind ganz hoch gesprungen, nämlich an Platz 1. Wir sind auf Platz 1 gesprungen, sind dort jetzt zu finden, grüßen von oben und wollen diese Tabellenführung natürlich verteidigen. Von Knebel kann uns dabei allerdings erstmal nicht helfen. Er fällt 2 Wochen verletzt aus. Wir trainieren mal weiterhin gemischt. Das läuft aktuell ganz gut. Von Knebel freut sich über den Besuch. Das Vorstandsvertrauen steigt. Und wann werden wir das erste Gegentor seit langem kassieren? Belfodil hat sich auch verletzt. Muskelfaserriss. Die Verletzungen häufen sich schon. Das könnte zum Problem werden, wenn es nicht schon längst eins ist. Wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Natürlich wird irgendwann mal wieder ein Gegentor kommen. Natürlich wird irgendwann mal wieder eine Niederlage kommen. Aber noch nicht jetzt. Herr Lemon-Cookie findet sich mal wieder auf der Tribüne wieder, weil jetzt einfach so langsam ja, nur noch der dritte Torhüter auf der Tribüne sitzt. Alle anderen Spieler sind verletzt. Zum Glück, bis auf bei mir, eher kurzfristige Verletzungen bzw. Verletzungen mit kurzer Regenerationszeit. Ich ändere erstmal nichts hier nach dem letzten Spiel. Wir spielen gegen Wacker Nordhausen, die stehen auf Platz 9. Die müssen wir ernst nehmen, aber ich denke mal, das schaffen wir schon. Ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ja, eine ganz konzentrierte, dann klappt das. Dann klappt das. Irgendeiner ihrer Spieler flüstert immer die gleiche Leier. Ja, aber diese gleiche Leier hat uns auf Platz 1 geführt. Es ist immer die gleiche Leier, die wir hier auf dem Feld darbieten. Oliver Kahn tippt 3:3. Jetzt hier Severings schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum. Der Ball landet im Aus. Was werden wir hier jetzt zeigen in Nordhausen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vor dem Spiel hatte ich keine Ahnung, wo Nordhausen liegt. Und Dick Clark bringt uns hier in Führung in der 26. Minute. Aber direkter Ausgleich, Lukas Scholl. Eieiei. Sefrings hatte vorher die gelbe Karte gesehen. Jetzt Scholl. Ist der mit Mehmet Scholl? Hossa. Ah, Pollenallergie. So, Gegentorallergie. Der Ball ist drin. Sefrings mit dem 2:1. Eieiei. Ist dieser Scholl mit Mehmet Scholl verwandt oder verschwägert? Kammerbauer. Und Kammerbauer direkt mit dem Ausgleich. Meine Güte, was ist denn das hier für eine erste Halbzeit? Und Okaka mit dem 3:2. Ja, wir haben jetzt hier die ersten Gegentore seit langem kassiert, aber liefern hier auch eine erste Halbzeit, die es in sich hat. 2:3 Chancenverhältnis, 2:3 Torverhältnis. Jeder Schuss ein Treffer. Die Führungen werden ausgetauscht wie Unterwäsche. Was ist denn hier los? Meine Güte. Kammerbauer spielt überragend. Der wird dafür gelobt. Und solange wir am Ende 3:2... solange wir am Ende führen, ist es mir auch in Anführungsstrichen egal, dass wir Gegentore kassiert haben. Weiter so. Solange wir ein Tor mehr schießen. Und nach all den... Und Toni Vastic mit dem 4:2. Schon wieder Kammerbauer hier mit einem Scorerpunkt. Was passiert jetzt hier? 70. Minute. Ich wechsle jetzt erstmalig. Ja, wen bringe ich hier für wen? Ich bringe mal... Bringen wir Holmes mal auf die 10 für Okaka. Wir führen mit 2 Toren. Gelbe Karte für Scholl. Das Spiel nähert sich dem Ende. Kansa sieht auch gelb. Es gab jetzt auch tatsächlich mal einen Torschuss, der nicht drin war. Ich weiß nicht, was die Torhüter hier machen. Vastic mit einem Schubser. Und der Schiedsrichter hat das gesehen. Ich bringe Gordon für Amade. Noch knapp eine Viertelstunde auf der Uhr. Jetzt Eckball von der rechten Seite für Nordhausen. Es war ja klar, dass wir irgendwann mal wieder Gegentore kassieren. Aber solange wir trotzdem gewinnen. Grill lenkt den Ball hier über die Latte. Es gibt schon wieder Eckball. Wir würden die Tabellenführung natürlich verteidigen. Haritunov popelt in der Nase, schlägt den Ball mit Schnitt in die Mitte. Grill kommt raus und faustet den Ball aus der Gefahrenzone. 82. Minute. Ich wechsle noch einmal. Ja, Stürmer habe ich jetzt hier keinen auf der Bank. Würde ich gerne bringen, aber ich bringe Kostic für Feigenspahn. Das Wechselkontingent ist ausgeschöpft und wir bringen dann den Sieg über die Zeit, gewinnen 4:2, eine fulminante erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr so viel passiert. Das Spiel bekommt aber das Prädikat gut. Note 2, Kammerbauer, der Mann des Spiels. Wir verteidigen die Tabellenführung. Die ersten Gegentore sind gefallen.
Aber 44 Punkte jetzt schon auf dem Konto. So, Meuselwitz verliert 0 zu 2 gegen Fortuna Köln. Oh, die Heimmannschaften haben ja nicht oft getroffen hier in den ersten Spielen. Duisburg spielt 0-0 gegen Bremen 2, gut für uns. Meppen spielt 0-0 gegen Viktoria Köln. Cottbus gewinnt 1-0 gegen den BVB 2. Magdeburg spielt 1-1 gegen Rostock. St. Pauli verliert 1-3 gegen Gladbach. Drochtersen-Assel besiegt Paderborn mit 2-1. Wir gewinnen 2-4 in Nordhausen. Und Wolfsburg spielt 1-1 gegen Rheden. Auf den Abstiegsplätzen tut sich nichts. Auf den Aufstiegsplätzen tut sich nichts. Toni Vastitsch in der Elf des Tages. Das war das bestbesuchte Stadion. Ja, wir ziehen halt die Massen ins Stadion. Auch hier in der dritten Liga, im nächsten Jahr in der zweiten Liga. Ja, wie geht es hier weiter? Sabitzer wechselt von Bremen nach Huddersfield. Dann haben wir Stanic von Sevilla nach Nürnberg. Thomas Delaney von Kaiserslautern nach Brescia Calcio. Marco Marin von Leverkusen nach Toulouse. Wir werden aufgewertet hier. Wir haben eine Beförderung erhalten. Es läuft ja auch sehr gut. Einfach genial. Einfach klasse, könnte man meinen. So, im nächsten Spiel geht es gegen Cottbus. Grüße nach Cottbus. Wir bekommen ja regelmäßige Fanpost aus Cottbus. Guckt euch mal die Rückrundentabelle an. 6 Siege, 2 Gegentore, 18 Punkte. Eine weiße Weste hier in der Rückrunde. Aber die Verletzungen häufen sich. Belfodil muss auch besucht werden. Uns gehen hier etwas die Offensivoptionen aus. Weitere Verletzungen würden uns vor Probleme stellen. Deswegen, wir trainieren jetzt mal ein bisschen Regeneration. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen lockerer sehen hier. Denn die Verletzungen häufen sich. So, Champions League wird auch noch gespielt. Da müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir damit machen dürfen. Bayern spielt 0-0 gegen Everton. Schalke verliert 1-0 gegen Bordeaux. Und in der Europa League keine deutsche Beteiligung mehr. 8000 Zuschauer jetzt gegen Cottbus. Von Knebel könnte wieder spielen, aber ich lasse ihn noch draußen. Cottbus steht auf Platz 7. Die sind gefährlich. Die haben 8 Punkte weniger als wir. Die sind gleichwertig in meinen Augen. Fast. 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 Also fast. Nicht, natürlich nicht völlig gleichwertig. Die Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt, aber solange sie das umsetzen, was ich sage, dann ist das egal. Aber Cottbus hat keines der letzten 6 Spiele verloren. Der Platzzustand ist holprig. Ja, Günther Netzer tippte 3-3. Rasen könnte ich mal pflegen. Amade mit dem 1-0 in der 7. Minute. Und aber direkt Broschinski 4 Minuten später mit dem Ausgleichstreffer. Ja, die Gegentore fallen jetzt. Eckball von der rechten Seite. Amade, der Torschütze, zupft sich am Kinn, haut den Ball nach innen. Moser packt sicher zu. Eckball jetzt für Cottbus. Jesilova Becker klärt. Köpft den Ball aus. Der Gefangene sich ankocht, dreht das Spiel. Cottbus geht in Führung. Schon wieder kassieren wir hier 2 Gegentore in der ersten Halbzeit. Und jetzt nochmal Hoppe. Hoppe auf Germann. Germann mit einer steilen Hereingabe. Taz schießt und der Ball ist drin. 3-1. Eieieiei. Reißt unsere Serie jetzt und schon wieder 3 Torschüsse beim Gegner. 3 Tore, jeder Schuss ein Treffer. Liegt das vielleicht auch am Torwart? Ich kritisiere den Herrn Grill mal. Er gibt recht, gelobt Besserung. Ich stelle den Einsatz mal hoch. Ich will, dass unsere Serie fortbesteht. Und das ist gar nicht gut, was ich hier sehe. Harte Worte, aber wir müssen hier das Spiel drehen. 58. Minute. Ich stelle mal auf volle Offensive. Clark zieht ab. Oh, weit über das Tor. Wir brauchen schnell einen Anschlusstreffer. Wir haben ja auch keinen Stürmer mehr auf der Bank. Und was mache ich denn jetzt bloß? Ich stelle auf Dreierspitze um. Okaka, Otto und Vastic. Ich bringe dann Holmes für Kammerbauer. Diese offensive Ausrichtung muss jetzt sein. Brauchen schnell das 2-3 und es fällt einfach nicht. Bringe Boden für Amade und dann noch Kostic für Feigenspahn. Irgendwas muss doch jetzt hier passieren, Leute. Ja, jede Serie findet mal ein Ende. Wir verlieren leider 1-3 gegen Energie Cottbus. Die erste Niederlage, die ersten liegen gelassenen Punkte der Rückrunde.
Terrence, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 3 ganz nett. Mal wieder war die erste Halbzeit sehr turbulent. Diesmal konnte in der zweiten Halbzeit nichts mehr an dem Spielstand von 1:3 geändert werden. Mal wieder war jeder Schuss hier ein Treffer beim Gegner. Wir haben die Tabellenführung aber behalten. Folgende Ergebnisse haben dies begünstigt. Meppen spielt 0:0 gegen Drochtersen-Assel. Bremen gewinnt 1:0 gegen Magdeburg. Rostock gewinnt 1:0 gegen Nordhausen. Gladbach 2 gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg 2. Dortmund 2 gewinnt 3:0 gegen Meuselwitz. Braunschweig, ja, wir verlieren 1:3 gegen Cottbus. Viktoria Köln besiegt Duisburg mit 2:1. Was ist mit den Zebras los? Reden spielt 0:0 gegen Paderborn und Fortuna Köln verliert 0:1 gegen St. Pauli. Es ist also spannend und eng oben. Borussia Mönchengladbach 2 auf Platz 2. Die können aber natürlich nicht aufsteigen. Die sind mir als Konkurrent, als Konkurrenz da jetzt recht genehm. Also Duisburg quasi immer noch auf einem Aufstiegsplatz, auch wenn sie nur noch Dritter sind. Aber man muss gucken hier, Rostock nur 3 Punkte hinter uns. Wir haben das beste Torverhältnis der Liga zum Glück. Oh, Meuselwitz schon minus 28. Ei, ei, ei. Ja, in der Elf des Tages Jari Otto, auch wenn uns das nichts gebracht hat. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Transfers gab es hier auch noch. Simon Rhein von den Würzburger Kickers nach Utrecht. Wie spricht man das denn aus? Batshuayi von Greuther Fürth nach Kaiserslautern. Torres von Frankfurt nach Hoffenheim. Ja, und Birjukov wird umworben. Oh, jetzt zumindest auf der Transferliste. Wir spielen jetzt gegen Meuselwitz. Ja, minus 28 Tore. Letzter, der Letzte gegen den Ersten. Da müssen wir schnell wieder auf die Siegerspur kommen. Von Knebel wird uns dabei helfen können. Vielleicht war es auch etwas zu früh, hier auf Regeneration zu setzen. Ich mache mal wieder eine gemischte Woche. Hoffentlich bringt das was. Aber wir haben die Tabellenführung dennoch verteidigen können. DFB-Pokal-Halbfinale. Leverkusen verliert 1:2 gegen Mainz. Und Freiburg verliert in der Verlängerung gegen Gladbach. Mainz gegen Gladbach, das DFB-Pokal-Finale. War Mainz schon jemals Pokalsieger? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt gegen Meuselwitz den 25. Spieltag bestreiten. Von Knebel kann uns wieder helfen und rückt auch direkt in die Startformation. Belfodil und Chapman könnten wieder spielen, tun es aber noch nicht. Okaka rückt mal wieder in den Sturm. Obwohl, nee, Bastic bleibt im Sturm. Okaka rückt auf die Bank. Ich bringe mal Kostic für Feigenspahn. Und der junge Gentner bekommt auch mal die Chance. Stärketechnisch sind wir hier klar überlegen. Wenn alles gut läuft, muss mal ein rauer Ton angeschlagen werden, sonst ist die Tabellenführung schneller wieder weg, als wir Meuselwitz sagen können. Die Spieler fragen sich, was die Ansprache sollte. Meuselwitz hat keines der letzten 6 Spiele gewonnen, hat nur einen Punkt aus den letzten 6 Spielen geholt. Dann sollten wir jedoch punkten. Bernie Ecclestone tippt 1:5 auf uns, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Gucken, ob es wieder so eine turbulente erste Halbzeit gibt. Amade unterhält sich kurz mit einem der Reporter. Bisschen Konzentration hier bitte, mein Herr. Kopfballduell. Kostic überspringt die ganze Hintermannschaft. Wird von Münch umgestoßen. Das muss doch Elfmeter geben. Christian Dingert hat das gesehen. Elfmeter für Braunschweig. In der 3. Minute Grill. Der Torhüter schießt den Elfmeter. Wie kommt das denn? Dreves hat sich für die falsche Ecke entschieden. Und der Torhüter mit dem ersten Saisontor. Ich dachte, Amade schießt die Elfmeter. Ah, Grill mit einem Elfmeter-Tor bringt uns in Führung. Im Stile von Hans-Jörg Butt. Meuselwitz jetzt hier. Salifu Becker versucht zu klären, köpft den Ball zur Ecke. Ja, ich hätte da mal drauf achten sollen, wer hier als Elfmeterschütze eingeteilt ist. Habe ich mich zugegebenermaßen nicht so mit befasst. Grill kommt raus, faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, der Torhüter. Otto jetzt hier mit dem Seitfalls hier. Dem Keeper rutscht der Ball durch die Beine, aber er bekommt ihn noch zu fassen. So. Und Lennart Grill schon wieder. Ein Doppelpack von einem Torhüter. Ich nehme mal an, dass das ein Elfmeter war. Reitel. Tankulic gegen Neidhardt, der grätscht, wird überlaufen, aber jetzt hier nicht noch den Anschlusstreffer kassieren. 2 Torhüter-Tore in der ersten Halbzeit, wann hat es das schon mal gegeben im Profifußball oder generell im Profifußball? Welsmüller, den Namen kenne ich doch. Tankulic flankt aus vollem Lauf in den Strafraum, Breitfelder auf Tankulic gegen Becker. Tunnelt ihn, Becker flippt außen, senzt ihn einfach von innen um. Oh, 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 nicht, dass das jetzt rot gibt.
doch glattrot. Oh, was ist denn mit in den Becker da gefahren? Beim Stand von 2:0. Sandstein um, wir müssen jetzt eine Stunde in Unterzahl spielen. Ja, ich muss Vastic rausnehmen, bringe Yu. Und dann haben wir jetzt einen Mann weniger, aber auch zwei Tore mehr auf dem Konto. Und deswegen stelle ich jetzt auch auf Konter um, wenn hier noch eine Stunde zu spielen ist. Direkter Freistoß, nicht, dass das hier direkt den Anschlusstreffer gibt. 19 Meter, Salifu jagt den Ball mitten in die Mauer. Yu direkt mit der ersten Aktion haut den Ball nach vorne. Passiert hier noch was, vielleicht noch ein dritter Elfmeter. Ah, der Torhüter mit zwei Treffern. Ja, der wird auch zum Gespräch gebeten, wird gelobt. Er freut sich da sehr drüber. Ja, so stell ich mir das vor. Genauso. Gute Leistung, aber das wird natürlich jetzt brisant in Unterzahl. So lange Zeit. Gentner auf von Knebel. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich, haut aufs kurze Eck. Drewes steht genau richtig und hat ihn. 61. Minute. Ich bringe mal Okaka für von Knebel. Eckball von der linken Seite. Amade haut den Ball auf den kurzen Pfosten. Der geht ins Aus. Gelbe Karte für den Kansa. Nicht, dass wir jetzt hier noch einen Platzverweis sehen. Ein bisschen aufpassen bitte. Der letzte Wechsel wird jetzt erfolgen. Ich bringe Goden für Amade. Damit können wir nicht mehr wechseln. Führen aber immer noch mit zwei Treffern. Und selbst in Unterzahl kriegen die Meuselwitzer kein Tor hin. Wir sind wieder auf der Siegesstraße angekommen. Rote Karte für Becker. Ich hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt. Zwei Torhüter-Tore innerhalb von einer halben Stunde. Otto, der Mann des Spiels. Spiel bekommt die Note 4 gegen so. Wir verteidigen die Tabellenführung aufgrund auch der folgenden Ergebnisse. Klar, wenn wir gewinnen, verteidigen wir sie natürlich. Aber es sieht gut aus in der Tabelle. Duisburg hat nämlich schon wieder verloren mit 0:1 gegen Meppen. Magdeburg verliert 0:2 gegen Viktoria Köln. St. Pauli gewinnt 2:0 gegen Dortmund. Paderborn verliert 1:3 gegen Gladbach. Cottbus spielt 0:0 gegen Rostock, gut für uns. Nordhausen spielt 1:1 gegen Bremen. Meuselwitz verliert 0:2 gegen uns. Wolfsburg spielt 0:0 gegen Fortuna Köln. Und Rochtersen-Astel 1:1 gegen Reden. Damit Gladbach 2 uns auf den Fersen, ohne uns eigentlich ja wirklich auf den Fersen zu sein. Die können ja nicht aufsteigen, deswegen haben wir jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Viktoria Köln. Duisburg nur noch Sechster, die sollten sich langsam Sorgen machen. Es ist hier ziemlich eng. 45 Punkte Gladbach, 43 Punkte Viktoria Köln, 42 Punkte jeweils bei St. Pauli, Rostock und Duisburg. So, in der Elf des Tages Jari Otto und Lennart Grill. Transfers gab es auch. TT wechselt von Tottenham nach Unterhaching. Iher Nacho von Hertha nach Bordeaux. Mula von Bremen nach Osasuna. Niakate von Mainz nach Bratislava, Soldado von Man United nach Schalke, Francis von Heidenheim nach Piräus, Gaines von Bremen 2 nach Bochum, Florenzi von Paris nach Würzburg. Wow. Ja, wir spielen, ich gehe mal schwer davon aus, dass wir im nächsten Part hier die ganze Zeit auf dem Trainerplatz, dem Trainersessel Platz nehmen. Wir spielen gegen St. Pauli, Wolfsburg und Paderborn. Das werden brisante Spiele. Wolfsburg, ich habe Wolfsburg gerade mit Gladbach verwechselt. Ja, wir spielen gegen Paderborn. Das wird auch sehr interessant. Wir gucken mal kurz in die anderen Ligen. In der Regionalliga Süd ist Sandhausen Erster, Wiesbaden Zweiter, Ulm, Offenbach, Erfurt und Mainz 2 auf den Abstiegsplätzen. In der zweiten Liga ist der erste FC Köln auf 1, Union auf 2 und Dresden auf 3 auf den Abstiegsplätzen. Fürth, Hannover, Jena und Kaiserslautern. Und in der Bundesliga nach 25 Spieltagen Bayer Leverkusen Erster, dahinter Mainz, dahinter Holstein Kiel, Hertha, Würzburg und Leipzig, Bayern München auf Platz 8, Borussia Dortmund Letzter, davor Nürnberg und Bremen. Ja, die Bundesliga könnte hier einen neuen erstmaligen deutschen Meister zu sehen bekommen. Wir werden sehen und auch verfolgen, wie das so weitergeht. Der Vorstand ist mit mir durchaus zufrieden mittlerweile. Da haben wir uns doch deutlich gebessert. Es läuft gut. So soll es weitergehen. Tschüss, bis dann.